Hallo Leute von heute! Was war das? Was? Hast du gerade genießt? Juhu! Juhu! Juhu benutzt niemand mehr. Hä? Damals. Das kennst du nicht, das Video. Das kann ich aber jetzt echt nicht reinschneiden. Okay. Ein kleiner Einspieler. Nein, Spaß. Nee, es ist einfach nur richtig laut. Jetzt wird da so ein Boot dran vorbeifahren. Brumm, brumm. Ja, Present, genauso machen, Boote. Dankeschön. Ich bin ein Profi. Gerne schön. Was Boote angeht. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Und damit willkommen zum neuen Metronom-Bette. Leute, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, jawohl, ja. Richtig. Hallo, es geht heute darum, wer den ersten GPL-Spieltag gewinnt. Auf Presents Kanal gibt es ebenfalls ein Soulstealer vs. Precarni Metronom Battle. Das heißt, wenn es unentschieden ausgeht, dann sind wir immer noch nicht schlauer als vorher. Und wenn es 2-0 ausgeht, ne, dann wissen wir, wer der wahre Gewinner ist. Wir kämpfen auf meinem Kanal, also jeder hat ein S, ein A, ein B und ein C oder Dämon aus seinem Team gepickt. Bei Presents Kanal haben wir natürlich dann andere S, A, B, C, D. Unserer Teams. Und ich habe mich hier heute bei meinem Team für Mega Sherox, Alola Slimog, Hariyama und Amigento Fee entschieden. Und der Present hat Manaphy, Skorgroß, Guntank und Bonzong. Und Alter, jetzt weiß ich ja schon mal 406 Pokémon. Crazy. Ja, die nehme ich alle natürlich easy mit Present. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wenn ich über den Kampf nachdenke, den wir erst in ein paar Tagen haben werden. Ja, ich auch. Super schrecklich. Wenn das Video online ist, haben wir unseren Kampf noch nicht gemacht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Also deswegen, wir haben ihn logischerweise nicht gemacht. Schreibt euren Favoriten in die Kommentare. Schon Team Precarni, oder Leute? Oder? Du meinst wohl eher. Pre-Aura. Ja, also generell, was uns einfach wichtig ist, dass wir am Ende des Tages einen spannenden Kampf haben, den ich hoffentlich gewinne. Aber den ich gewinne, genau, das soll ich auch gerade sagen. Okay, ich bin gespannt auf deine Nicknames. Also ich habe tatsächlich was ziemlich Cooles. Bist du dir sicher, dass einfach Soulstealer ist voll cool? Leute, ich habe was richtig Cooles. Precarni ist, jetzt kommt einfach irgendwie besser oder so. Also ich habe Present Easy. Ja, lol, Present Easy Snack Wrap. Ah, denkst du? ich bin gespannt. Schauen wir mal, oder? Ja, schauen wir mal. Die Sache ist, die Skorgro und Manaphy sind tatsächlich gar nicht so langsame Pokémon. Was ziemlich sick ist, aber du hast wahrscheinlich einen Ballschall, so wie du es gerade betont hast. Das heißt, du outspeedest mich mit deinen beiden Pokémon, was gar nicht so geil ist. Hä, auf wen soll ich denn einen Ballschall packen? Also Sherox habe ich ja easy. Easy Sackrap habe ich da den Z-Schein drauf, ne? Oder auf Alola Slimog Ballschall, Junge, der ist immer noch langsamer als alles. Ja, das ist ein Argument, das ist ein Argument. Z-Blätter schon bitte auf Slimog, also auf beide echt bad. Scheiße. Auf Alola Slimog fährt er sogar besser. Ja, stimmt. Ja, wobei... Ja, doch. Ja, nee, okay. Gönn ich dir, Friends. Das ist das. Ah, ja, kann ich dir. Alter, das war 20 Kaffee, oh shit. Gönnung. Okay. Jetzt kommt noch dein Z. Ich meine, hey, Z-Blätterschirm ist eigentlich ein nice Attack. Oh, bitte keine Para. Bitte keine Para. Oh, nice, okay. Jetzt. Weißt du, was cool Mega wäre? Ich bin cool. Wenn du mein Skorgro vergiften würdest, weil ich habe Aufheber. Also echt Aufheber? Ich weiß gar nicht, ja, was alles andere fehlt. Ich habe kein Toxic Orb draufgepackt, weil das wäre Tryhard. Ja, natürlich. Aber. Oh, bitte auf Manaphy. Bitte auf Manaphy, das war echt viel auf Manaphy. Das war echt viel auf Manaphy. Komm schon. Ich würde es echt gerne, wenn es auf Skorgro ist. Ich kenn dir das Present. Alter, also trotzdem knackige 25%, würde ich sagen, ne? Du gibst mir gleich die Vergiftung und dann kann ich das sowieso mit Aufheber hochheilen. Alles. Jetzt echt für Toxic G oder so, das wäre so traurig. Das wäre so insane. Wutanfall, der böllert. Ich glaube, der ist gar nicht so gut. Ja, na, nee. doch, den also, sehe ich tatsächlich, den sehe ich. Aber du bist jetzt halt gelockt und ich heile mich einfach gleich hoch mit Ruheort oder so und dann ist alles gut. Nee. Also ich sehe da kein Problem. So, das Problem ist halt, dass sie echt schnell sind. Also ich meine, Skorgro spielt man ja sehr, sehr selten mit Voltwechseln. Mach's gut, als ob. Ja, erstmal tschüss, Leute. Skorgro ist ja normalerweise auch nicht so in den Sage-Champ, weil man spielt es halt nicht mit Initiative, aber dadurch, dass wir ja nie In-Investments oder so haben. Precarni ist besser als LOL XD. Wenn es jetzt LOL, wirklich nichts Cooles ist, Present, dann bin ich echt traurig. Fliegen, LOL.
Hä, ich hab doch nicht gesagt, dass ich was Cooles habe. Ja, trotzdem, Leute, Fliegen ist ja richtig gut. Trotzdem bin ich dann traurig, hab ich ja gesagt. Ich ja, gesagt, dann bist du traurig. Dann mach ich halt. Pferdestärke. Oh mein Gott! Das ist so dumm. Oh mein Gott! Als ob! Und du dann vergisst. Oh mein Gott! Das ist so bescheuert. Alter, Läufinarschlag, okay, ja. Kann ich dir fressen? Kann ich dir? Ja, ich kann nicht. Ja, das Gunning ist ja richtig bad. Ja, Present, der Voltwechsel hier an der Stelle. Also, GPL weiß schon mal, Voltwechsel Manafi kannst du direkt wieder von der Liste streichen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlau. Und ich bin nicht verwirrt mit Mag, voll nice. Das heißt, du hast noch eine Runde. Das heißt, ich gehe noch eine Free-Runde raus auf jeden Fall, ja. Fadenschuss. Den gönn ich dir, Present. Das ist doch richtig bad. Was machst du da, Manafi? Das senkt die Init, ne? Ja, das gönn senkt die Init. Ich meine, an und für sich wäre es eine gute Attacke. Weil, sogar stark, also minus 2. Aber es bringt halt trotzdem nichts. Ja, Shiro ist relativ bulky. Oh, ich wollte gerade sagen. Holy shit. So bulky ist er doch nicht, aber. Step war? Ja, Junge, es ist ein Shirox-Schutzteiler. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß es. Sind es die geboosteten? Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal hier noch ein. Oh, warte, ich habe Gift. Das war gar nicht. Habe ich Giftgriff? Nee, habe ich nicht. Ja, ich weiß, was ich habe. Okay. Diese Fähigkeit. Power, ich weiß, ja, genau. Ich glaube, wenn Shirox stirbt, kriegt er irgendwie Techniker oder so. Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert. Irgendwas war da auf jeden Fall. Jetzt wäre ich für ein Erdbeben, das wäre ganz cool. Felsform ist fast ein zweimal, Erdbeben. Zweimal, nein, bitte, dann tankt er das. Dreimal. Der kann es trotzdem noch tanken mit der Roller. Ah, nein, mein Kaffee. Ich werde Chemiekraft jetzt können, wenn ich nicht. Das ist halt richtig gut für dich. Ich meine, es kann gut sein, so nochmal ein Techniker. Ja, vor allem mit den Metronom-Bells, das ist schon stark. Erdkräfte? Ah, ja, okay. Oh, wobei ich auch keinen Spezial. Dann eine gute Spezialverteidigung. Oh, das war trotzdem ist okay. Viel. Das ist halt Step und so, ne? Komm bitte durch, jetzt easy. Easy, trifft bitte. Dich erstmal selber. Ja, schön. Ah. I see. Pflanzensäulen. Oh, auf Manaphy. Ah, okay. Ja, wollte ich auch gar nicht auf Manaphy, tatsächlich. Ja, wollte ich auch gar nicht. Also, ich finde ja auf Skorgo viel stärker. Present Easy Hops, ne? Oh, wow. Present Easy Hops, genau. Ja, okay. Und auch richtig der coole Name. Richtig cool. Aber ist halt auch sick. Hops hat halt richtig viel KP. Das ist halt echt nervig. Der hat halt aber der hat viel KP. Eine schlechte Def, ne? PKP. Sondersensor. Oh nein. Gönn und der dir trifft den Kill, Alter. Ja, das war nothing, Kill. Alter, Junge. Gefoodet, aber ich kann flinchen, ne? Das Problem ist, dass du echt schnelle Pokémon hast. So verhältnismäßig. Mega Kick. Alter, was? Kannst du nicht Hariyama so fokussen? Jetzt hops! Nimm den mal richtig hops. Nee, der würde jetzt selber hops gehen. Tagglocke? Jawoll. Bad. Das ist halt richtig schlecht. Jetzt trifft ihn nur selber easy. Okay, immerhin. Jetzt noch ein Zickerangriff easy, kommen. Komm, Aufbereitung. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt wird es langsam kritisch. Das ist echt kritisch. Das Problem ist echt, dass du so schnell. Du hast echt schnelle, starke Pokémon. Also für Metronom-Battles sind die halt echt gut. Ah, der wird direkt mit einberechnet hier. Kennt ihr den Press, let's Alter. Go, gönn dir den Kill. Alter, schon wieder Crit. Was ist jetzt hier los, Mann? Ja, let's go. Ich mag die Crits, Mann. Ich mag die Crits. So, Skorgo, gönnt jetzt einen Ablight-Heap. Okay, das wird safe kill. Nein. Nicer. Das ist richtig gut, Mann. Machst du weiter, das Skorgo? So häufig. Also, letzte Zeit nie gewonnen, Alter. Jedes Metronom-Battle verliert er. Okay, easy. Komm, bitte. Du musst jetzt einen Kill holen. Du musst wirklich einen Kill holen. Kill Skorgo. Slam. Killt es? Ja, okay. Das war wichtig. Wichtig. Das war halt echt ein bisschen nervig, aber die Sache ist, dein Easy ist halt schon zur Hälfte angechippt. Ja, richtig. Und du hast jetzt ein defensives Pokémon. Ein Pycanibis Assosti da und ich hab genommen. Mein Navigante Fee. Genau, lol. Und ich muss legit sagen, ich hab die Feen-Disc drauf, weil wir wissen ja, Amigento funktioniert ohne. Also die Pokémon sind ohne die Discs. Dann wäre es kein Feen-Pokémon, das wäre kacke. Deswegen war ich so ein Ehrenmann. Und am Ende bekomme ich jetzt nur noch Drachenattacken und danach so, ja, ich war ein Ehrenmann. Ich war ein Ehrenmann, so. Ja, genau. Aber ich war echt ein Ehrenmann und habe gesagt, ja, ist okay. Steinkante. Lol, okay. Wichtig. Okay, das ist komm. Doof. Komm, genommen. Gönn dir eine Frostbeule. Okay. Ich glaube, das ist sogar gut für dich. Ja, das ist echt gut. Die wären gar nicht so, ist ja gar nicht so geil gewesen, wenn ich da drin gelockt hätte. Ja. Hydro-Pumpe. Oh, Alter, easy. Wieso geht alles daneben? Ist ja was easy. Los? Jetzt komm, gönn dir einen Knockoff oder so. Knochenkeule. Och nein.
kannst nicht Hitzeschutz spielen und dir denken, oh, ich bin so lustig, ich spiele Hitzeschutz. XD. Kannst du nicht so einer sein, Mann. Nee, natürlich das nicht. Das war eine komplette Nullrunde. Ja, das stimmt. Alles ging daneben. Schattenknochen. Okay, das ist nice gegen Amigento. Aber es macht auch nicht so extrem Schaden. Aber es. Death Drop. Ja, das gönnt man sich mal. Das ist so komm, genommen. Cool. Gönn dir eine Aquahaubitze auf wenigstens Bronzong. Manaphy. Okay, der macht ein bisschen. Oh, okay, 40. Ja. Prozent, genau. Aber ist ich brauche okay. Jetzt hier Crunch oder so, ohne Witz. Zen Headbutt, Zen bitte Kopfstoß. Auf. Ja, schön. Ach, schön. Easy, jetzt gönn dir. Du musst dir einen heftigen Angriff gönnen. Bitte. Bitte nicht. Pulverschleuder. Okay, bisschen Käferattacke, ja. Ach nein, jetzt werden. Feuerattacken sind jetzt explosiv, aber wie wahrscheinlich ist wieder jetzt eine Kack-Feuerattacke auf den Treffer? Ja, ich sehe es kommen. Jetzt kommt die Feuerattacke raus. Kaskade, los! Ja, genau. Oh Mann, Vakuumwelle. Auf Amigento. Das ist halt okay, gegen beide nicht gut. Schön. Ja, doch, auf Dings würde schon mehr Schaden machen. Ja, es würde auch nicht super viel Schaden machen. Das ist immer eine Art über Slimog. Mann, Bronzong ist einfach schneller als Mag. Was ist denn da los? Überkopfwurf bitte auf Amigento. Ah, der hat einen Death Drop. Wobei, doch nicht oder doch? Ich weiß nicht. Okay, nee, es war okay. Ja, das war okay, Herr Schaden. Also kannst du mit jetzt meinen. Easy, komm. Crunch oder so. Oder eine Feuerattacke. Aquawelle, ja, schön. Ha, jawoll! Genau so wollte ich das sehen. Ja, das ist mein Junge. Herr, warte. Present. Was? Alter, du bist so ein Ekel. Du bist so ein Ekliger. Ich hasse dich so sehr. Ich hab nur darauf gewartet, bis du es merkst. Alter, Aquaman, Alter. Alter, nee. Jetzt ja, böller den weg, Alter. Böller den bitte einfach weg. Kopfstoß, yo. Kopfstoß, auf, Alter, der böllert echt. Oh, Alter, der böllert richtig. Der hat einen Death Drop. Yo. Okay, das war echt gar nicht so viel Schaden. Na, das war okay. Aber nee, jetzt dass ich minus ist jetzt so ein kritisch gerade in der Situation. Alter, Lachsrauch ist echt ein gutes Item, also, Leute. Lachsrauch nicht erwartet. Komplett ist es, oder? Nein, das war so klar! Komm durch! Ja, okay, easy, bitte. Hol dir jetzt einen Kill. Du musst dir echt einen Kill holen, wirklich. Nee, bekommst du bitte nicht. Energieball. Auf oh. Manaphy, bitte. Bitte. Geht deine ja, bitte nein. Geh! Ja! Schön. Oh, das war wichtig! Oh mein Gott. Okay. Och nein, ist das Kampf? Okay. Ja, warte mal du. Bonzong, du musst jetzt alle Hits dodgen. Du musst Alter, jetzt richtig krass sein. Das wird jetzt komplett insane. Okay. Genommen ist jetzt das schnellste Pokémon. Der hat aber einen Death Drop drin, was halt kacke ist. Ja, das stimmt. EQ zum Gift Beispiel echt okay, nervig, das ist ich. Halt echt scheiße. Und die Sache ist halt, ich bin schneller als Alola Slimog, was super praktisch ist. Double Team. Oh nein! Oh nein! Du wirst ihn niemals treffen, Mann! Crunch! Mogli, ja. Voll. Man kennt's. Hat auf jeden Fall sich stark gelohnt. Das wird jetzt so terrible, Alter. Das wird so schwer. Das ist halt echt ganz solide gerade das Matchup. Aber ganz es ist solide, oder? Käfergebrumm, bitte trifft. Ja, schön. Der macht gar nicht so wenig Schaden, glaube ich, tatsächlich. Das, ist das okay. War ja ein guter Schaden, okay. Tatsächlich. Fängt gut an. Okay, jetzt musst du dir mal ein Erdbeben gönnen. Oder eine Stahlattacke. Zypern. Okay. Oh, das jo, ist, ich hätte wenn ich solche Zypern. Schlechten Attacken bekomme, dann läuft das hier gerade. Ich meine, ich habe bisher noch nicht geparat. Was macht Nachtmar? Okay, alles klar, schade. Reduziert, glaube ich, die AP oder so, wenn man. Ja, schön wär's. Ja, wäre schön. Ja, jetzt so ein Begrenzer oder so, den würde ich hart feiern. Alter, nee, jetzt den kein würde ich hart feiern. Nee. Auflockern. Aber es senkt den Fluchtwert, was gut ist. Was wirklich legit gerade gut ist. Stimmt. Holy shit, das ist gerade halt legit not bad. Donnerblitz. Das killt ja, beide das nicht. Das ist nicht gut. Das killt nicht. Okay, easy, aber komm durch. Aber 10 KP, das ist gar nicht mehr so schlecht. Und greif ihn an, bitte. Bitte, Crunch. Kann ich nicht an, Trugträne. Okay. Spezialverteidigungsdrop, schön, minus 2. Oh, ja, das ist mittlerweile, echt kritisch. Mittlerweile kennen wir einfach alle Attacken, Junge. Das ist komplett insane, weil wir so viele Metronom-Battles gemacht haben. Okay, jetzt ja, eine spezielle Attacke. Genommen, bitte. Wobei, Schutzteiler wusste nicht genau, was das macht, aber ja, egal. Komm, Schmutzteiler, sag ich da. Aber jetzt, komm, gönn dir genommen. Findest du auch, bitte treffen. Nein! Ja! Das geht, oder? Nein. Ja! Soulstealer! Wuhuhu!